Ja, durch das Bürgergeld stehen wir gerade einer Kündigungswelle auch im Handwerksbereich bevor. Und wir wollen heute in dem Video einfach mal drüber sprechen. Was kannst du tun? Wie kannst du dafür sorgen, dass deine Leute eben nicht kündigen, weil sie sagen, okay, ich krieg zwar 200, 300 Euro weniger, aber muss nicht mehr arbeiten. Und dass in Zukunft das Handwerk komplett verwaist ist, weil keiner mehr Lust hat, diese Sachen auszuführen und lieber das Bürgergeld nimmt. Ja, erstmal herzlich willkommen jetzt im Video. Mein Name ist Alex und ich bin wieder mit Marvin hier am Start. Jo, hi. Und über ein Thema reden, was jetzt so dieses Jahr sehr stark aufgekommen ist, das Thema Bürgergeld. Also es ist ja so, dass einige Dinge gemacht wurden, die einfach dafür sorgen, dass auch Leute, die nicht arbeiten wollen, können, müssen, keine Ahnung, trotzdem sehr gut versorgt sind, wie zum Beispiel das Bürgergeld, was ja schon auch beinhaltet, dass die Wohnung etc. alles mitgezahlt ist, auch Strom und so gezahlt ist. Und das ist natürlich eine Thematik, wo jetzt auch viele handwerksmäßige Probleme bekommen. Ja. Das geht natürlich immer erstmal bei den niedrig qualifizierten Stellen los, eine Hiwi-Arbeit oder sowas. Ja, wenn der Hiwi halt seinen Mindestlohn bekommt, seine 12 Euro, 13 Euro die Stunde, dann sagt er, okay, Bürgergeld, habe ich dann vielleicht vergleichsweise 100, 200 Euro, 300 Euro weniger im Monat, aber ich muss halt gar nicht mehr aufstehen. Und wenn er dann irgendwo noch, aus dem man gesagt, fuschen geht, also Schwarzarbeiten geht, kann ja sein, dann hat er mehr raus, als er sonst raus hätte, mit weniger Arbeit. Und klar ist das nicht gut für die Gesellschaft, aber komplett nachvollziehbar, warum der einzelne Mensch sich auch dafür entscheiden würde. Ja klar, die Leute überlegen sich halt, gehe ich sozusagen den einfachen Weg und bekomme sozusagen mein Minimum und damit lebe ich es vielleicht sogar gar nicht schlecht oder zumindest nicht sehr schlecht. Oder ja, tue ich mir das Ganze an und muss wirklich schuften für mein Geld. Ne? Und da ist natürlich die Frage, beziehungsweise wir als Partner des Handwerks stellen uns dann natürlich die Frage, okay, was hat das für Auswirkungen auch auf das Handwerk und wie müssen Handwerksbetriebe darauf jetzt reagieren, damit man eben nicht in eine Situation reinkommt, wo die Leute lieber sagen, ja, ich bleibe lieber zu Hause, anstatt bei dir im Handwerksbetrieb zu arbeiten. Ne? Ja. Und da muss man eben sich überlegen, wie geht man damit um? Also das Interessante ist an der Stelle auch, das ist kurz zusammengefasst, könnte man sagen, es gibt so drei Grundmotivationen, die jemand hat, um irgendwo zu arbeiten. Das erste ist natürlich Gehalt, ist klar, ich möchte Geld verdienen. Das zweite ist das Thema, ich fühle mich einfach in dem Team sehr wohl, in dem Unternehmen sehr wohl. Ich finde, es ist einfach eine Gemeinschaft, wo ich gerne hingehe, wie so ein Verein, wo ich dafür bezahlt werde. Ja. Und das dritte Thema ist das Thema Weiterentwicklung. Ne? Also, und das ist auch klar, wenn ich jetzt sage, ich bin zu Hause und ich chill da mein Leben, kriege ich vielleicht auch das Geld, vielleicht sogar ähnlich viel Geld, aber die anderen beiden Themen zum Beispiel kriege ich ja gar nicht. Also klar, ich kann mich jetzt mit Freunden da treffen und so ein bisschen Teamgeist erzeugen, aber ich meine, wie groß ist der Teamgeist, wenn die alle arbeitslos sind und alle eigentlich keinen Bock haben? So, ne? Also kann man jetzt hinterfragen, ob da jemand, der ich sag mal ein bisschen ambitionierter ist, sich da wirklich wohlfühlen wird langfristig. Ich denke eher nicht. Aber das große Problem ist einfach, dass in vielen Handwerksbetrieben dieser Teamgeist auch so gar nicht da ist. Bedeutet, einer von diesen drei Punkten, die so wichtig sind für potenzielle Mitarbeiter im Handwerk, ist einfach immer weg. So, das heißt, wenn der Teamgeist im Unternehmen schlecht ist, wenn da vielleicht noch sogar gestritten wird, wenn es häufiger Schreiereien gibt, dann ist es halt so, dass er zu Hause einfach, weil klar, ich kann sagen, ich habe das Neutrum, dass ich einfach sage, ich bin für mich allein, ich habe gar keinen Teamgeist, alles gut, ich habe einen negativen Teamgeist, wo halt rumgeschrieben wird, und ich habe einen positiven Teamgeist. Und wenn es aktuell bei dir im Negativen ist, dass du merkst, die Leute streiten sich sehr häufig, da gibt es häufiger Rangeleien, Zickereien, so, ne? Da muss er das dagegen unternehmen, ne? Das ist ein Punkt, warum Leute dann auch sagen, okay, dann warum sollte ich jetzt aufstehen, mir den Stress antun, mich da von meinen Kollegen anschnauzen lassen oder die auch anschnauzen? Warum sollte ich das machen? So ist der erste Punkt. Weiterentwicklung auch ein Thema, ne? Wenn er zu Hause sitzt, der kriegt vielleicht das gleiche Geld, aber er kriegt nicht diese Weiterentwicklung, diese Möglichkeit. Also gibt den Leuten wirklich Chancen, dass sie sich auch weiterentwickeln können, sich weiter entfalten können. Und auch das ist so eine Thematik, die in Handwerksbetrieben oftmals, gerade auch bei, ich sag mal, niedrigeren Tätigkeiten, jetzt wirklich bei Hiwi-Arbeiten, einfach nicht da ist. Wo die halt 10 Jahre genau das Gleiche machen, ohne die Möglichkeit, da weiterzukommen. Und auch da ist natürlich eine Sache, da überlege ich mir halt zweimal, ob ich dann sage, ich nehme das Bürgergeld, wenn ich mich jedes Jahr ein bisschen weiterentwickle, weil das ist ein ganz natürliches Bedürfnis des Menschen, was notwendig ist, damit er glücklich ist, sich weiterzuentwickeln. Der Weg ist das Ziel, sagt man ja immer. Und das ist genau der Punkt. Und klar, Geld sollte auch so sein, dass die Leute halt, wenn sie Bürgergeld nehmen, anstatt bei dir zu arbeiten, halt höchstens noch die Hälfte oder noch weniger haben. Ich meine, klar, man muss immer noch die Wohnung mit einrechnen, die sorgt dann ja schon dafür, dass da ganz schnell mal, je nachdem, wie teuer auch jemand gut wohnt, gut, das ist bei Bürgergeld ja auch begrenzt tatsächlich. Das ist ja nicht so, dass man da sagt, ich will jetzt in diesen Palast da einziehen, das Stadt zahlt schon. Das ist sehr klar begrenzt, was da bezahlt wird, was nicht bezahlt wird. Aber wenn ich denen halt auch was bieten kann, der sagt, okay, da hat das dreifache Geld am Ende des Monats raus, als er sonst hätte mit dem Bürgergeld, nach Wohnung und allem, dann macht das wahrscheinlich auch trotzdem Sinn, wenn die anderen beiden Punkte da sind. Und da muss sich jeder Handwerker einfach mal selber an die Nase fassen und fragen, okay, wie ist denn bei mir die Stimmung? Wie ist denn bei mir die Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Wie ist denn bei mir das Gehaltsgefüge? Und es ist auch logisch, ein Mitarbeiter kann dann mehr verdienen, wenn er mehr leistet. Und das hängt dann ganz stark auch damit zusammen, okay, bist du denn jemand, der einen Auftrag, sagen wir, der macht Terrassendächer. Nehmen wir einfach mal als Beispiel. Ich nehme immer Terrassendächer als Beispiel. Wir nehmen Bäder. So, jemand, der macht Bäder und der verkauft das Bad für, sagen wir es einfach mal, 30.000 Euro mit allem drum und dran. So.
Jetzt ist er komplett ausgelastet, wie die meisten im SAK-Bereich. Und sagt sich, okay, 30.000, ja, ist schon ein hoher Preis, aber zahlen die Leute und ich bin trotzdem ausgelastet. So, was ist denn jetzt, wenn er 33 nimmt? Sagen die dann alle ab? Nein, sagen sie nicht, da sagt ein Teil ab. Ja, aber er kann trotzdem 33 häufig durchsetzen. Jetzt hat er 3.000 Euro mehr. Wenn diese 3.000 Euro mehr auf die zwei, drei Leute, die das machen, aufteilt, verdienen die dann Tausende mehr im Monat. Einfaches Beispiel jetzt, ne? Aber so könnt ihr das Gehalt sehr, sehr einfach strecken für die Leute. Und mittelfristig wird halt das Problem kommen, dass viele das nicht machen, was wir jetzt hier erzählen, damit keine Leute mehr haben und dann die Person nicht mehr die Wahl hat. Gehe ich jetzt zu dem, der 30.000 Euro Bart macht, 33.000 Euro Bart macht, der es für 30.000 macht, den gibt es dann einfach nicht mehr. Der kann dann nur zwei Bilder im Monat machen, weil er keine Leute mehr hat. Weil er es selber macht mit seiner Frau oder seinem Bruder zusammen, wie auch immer, ne? Ja, das sind Verpflegungen, die jeder Handwerker irgendwo anstellen muss. Und ich glaube, es wird noch viel zu wenig gemacht. Und ich glaube, viele ruhen sich darauf aus, zu sagen, ja gut, die kriegen ja das gleiche Geld, was soll ich da machen? Aber du hast drei Hebel, die das Bürgergeld einfach nicht hat und auch niemals haben wird, in meinen Augen. Drei Hebel, die du nutzen kannst, und wenn du diese Hebel gut einsetzt, wirst du auch niemals Probleme haben, an Leute ranzukommen. Egal wie wenig es auf dem Markt gibt, die werden zu dir kommen, weil es viel zu viele andere Unternehmen gibt, die das nicht machen. Ja, Marvin, du noch was dazu, oder? Nee, ich finde, du hast das sehr passend ausgedrückt. Also du musst halt einfach einen attraktiven Ort bieten, ja, wo die Leute trotz dieser anderen Möglichkeit sozusagen trotzdem dich bevorzugen. Und das schaffst du halt über die genannten Punkte, die Alex eben genannt hat. Genau. Frag dich immer, was kannst du Bürgergeld nicht bieten? Was kann ich machen? Und mach das. Super, dann hoffe ich, wir haben dir ein paar Sachen mitgegeben, die du für dich so umsetzen kannst. Wie du diese Sachen konkret aufbaust, gibt es auch Videos von uns einzeln zu. Also auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit du diese Sachen eben nicht verpasst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.